und herzlich willkommen zur 117. Folge von Forza Horizon 4. Heute wird es wieder ein wenig behindert. Also eigentlich wie jede Folge, aber heute wird es mal besonders behindert. Heute fahre ich die Cadillac XTS Limousine. Was man auch, denke ich mal, unschwer erkennen kann. Ein ziemlich bescheuertes Auto. Was auch eigentlich in einem Rennspiel wie Forza nicht wirklich was zu suchen hat. Es hat eher ein Auto, um mal ein bisschen durchzudrehen, ein bisschen Spaß zu haben. Das werde ich hoffentlich heute auch. Aber zuerst mal werde ich diesen Wagen ein wenig quälen. Der Wagen ist eigentlich gedacht zum schönen Cruisen, zum gechillten, entspannten und komfortablen Rumfahren von irgendwelchen wichtigen Menschen. Zum Beispiel, weiß ich, Staatsoberhäupter. Aber nö, das Ding muss erstmal auf die Teststrecke. Oh Gott, das wird behindert, aber naja. Ich habe es mir auch schon fast gedacht, denn dieser Wagen hat einen neuen Negativrekord aufgestellt. Mit einer 3:36,23 ist es das langsamste Auto auf einer Teststrecke. Also nochmal zum Vergleich, der Regalia Type D ist eine 3:32 Zeit gefahren. Ich dachte, der wäre langsam. Jo, der hat auch natürlich viel weniger Punkte. Ist aber halt auch kein LKW von der Größe her. Von der Länge vielleicht schon, aber halt von der Höhe nicht. Ist eigentlich ein normales Auto.
bis halt auf die einen etwas längeren Radstand. Also etwas Unnormales. Na egal. Natürlich ist dann der Wagen viel zu langsam, also muss der erstmal schön getuned werden. Ja. Wir haben serienmäßig einen 3,6 Liter, glaube ich, großen V6 Motor. Da müsste V6 sein. Ja, ist natürlich. Wenn ich fahre einen Ami, da muss ein fetter V8 rein. Gucken, was es hier so gibt. Oder natürlich auch ein 8,4 Liter V10 aus der Viper kann man machen. Oh, 7 Liter V8. Das gefällt mir auch mal sehr gut. 600 Liter V12 von Lambo, Racing V12 von Ferrari müsste sein, genau. Und. Ach du Scheiße. Vier Scheiben Wankelmotor. 787B. Wir bleiben. Ich würde mal sagen, 7 Liter V8 ist schon eine ganz gute Wahl. Ich glaube, es ist eine noch bessere Wahl, wenn man den ein wenig auflädt. Mit, ja, von 377 kW, was ja wenig ist. Mit Kompressor einfach mal 156 kW mehr. Nur wegen Kompressor. Crazy. So, Antrieb würde ich gerne wechseln. Meine Wagen hat Frontantrieb. Ja. Ist jetzt vielleicht nicht so die optimale Wahl, deswegen. Soll ich mal auf Heckantrieb versuchen? Es kann eigentlich nur schief gehen. Das ist auch einfach nur komplett bescheuert, was ich hier mache. Egal. Der Wagen ist einfach so lang, da passt der gar nicht mal ins Bild. Ich schaffe auch nicht so viele Autos. Ach, komm, einfach alle drei, was geht. Ein Fahrtaufbau vielleicht. Mal gucken. So, Gewicht. Geht eigentlich. Doch, dass der Wagen so lang ist. Oh Mann, die. Die machen nicht ganz Vollaufbau. Also nicht mit Heckantrieb. Mit Allrad könnte man das vielleicht machen, aber nicht mit Heckantrieb. Da ist, glaube ich, Vollaufbau. Irgendwann ist dann auch mal zu viel des Guten, ne? Aber wenn schon, dann kriege ich doch Rennreifen. Die Breite sind selbstverständlich. Vor allem hinten. Weil ich sag mal, mit über 600-700 PS und hinten 255er. Ich weiß ja nicht. Oder vielleicht am besten auch Winterreifen drauf machen. Ist das Winterreifen oder Rennreifen? Mach mal Winterreifen drauf. Ich vertraue mal auf Forza. Ja, natürlich dickes Auto, dicke Felgen. 21er. Felgen lasse ich so selber. So, brauche ich noch mehr Motorleistung? Ich guck mal nur, was gehen würde. Also, wie es aussieht, schaffe ich damit 1000 PS. Oh ja. Oh ja. Ja, und ich meine, 7 Liter V8. Mein Hubraum ist da ohne Ende. Daran würde es nicht scheitern, wenn es um Leistung geht. Ich will noch mal gucken, was hier so geht. Wagen wird aber nicht toll aufgebaut. 940 kW, ach du Scheiße. Und 1459 Newtonmeter. Was? Was ist hier falsch? Also ich wollte doch nicht ganz so viel Leistung haben. Aber halt Kompressor will ich halt schon gern haben. So, wenn ich den jetzt wieder runter mache, dann. Ja. Die war sogar noch A-Klasse der Wagen. Ich denke, das sollte so eigentlich auch ausreichen. 533 kW, also ich glaube über 700 PS. Über 900 Newtonmeter. Aus einem 7 Liter V8. Das ist doch eigentlich schon mal ganz nett. Und ganz wichtig, Winterreifen, ja, ne? Safety first. Wisst ihr Bescheid. Denn Sicherheit ist wichtig im Straßenverkehr. Und deswegen fährt man auch eine Limousine mit 700 PS. Ja, ne? Wenn schon, wenn schon. Und auch mein Heckantrieb. Warum auch nicht? So, hier ist eine Sechsgang-Automatik in dem Auto. Kann auch ruhig ein bisschen länger besetzt werden. Ich tippe mal, dass doch ein wenig Wheelspin vorhanden sein wird. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Ich tippe mal, ich werde irgendwie Wheelspin haben. Gut, das war vielleicht doch ein bisschen zu viel. So. Enkel schon ein bisschen länger. So. Das wird es eh so, naja.
Mein CW, ich glaube, der geht sogar eigentlich noch. Kann sogar noch schlimmer kommen. Wie sein? Ich könnte das Ding auch schwarz lassen. So ein bisschen unscheinbar, so understatement-mäßig. Also der Wolf im Schafstall. Der Supreme natürlich. Auch nicht. Luxury, Cadillac One. Cat. Natürlich gibt es auch Monster-Designs dafür. Ist aber sowas von klar. Domino's Pizza. Oh Gott, Umbrella. Nee. Der ist mir doch ein bisschen zu dämlich. Ich bin schon ziemlich behindert, das wisst ihr auch, aber irgendwann ist dann auch. Selbst für mich gibt es Grenzen. Für meinen Humor aber nicht. Da gibt es keine Grenzen. Das ist das gute Stück. Bling, bling. Okay. Oh, geht doch. Das geht so echt klar eigentlich. Ich drehe nochmal um. Ich dachte, am Start glaube ich kaum Wheelspin. Meine Wagen ist halt auch noch ziemlich schwer. Das ist zum Glück klingt ganz gut eigentlich. Easy. Also brauchen wir mal Leistung nicht mehr, ne? Soll mal den Rennkompressor einbauen. Und leider auch nicht so stark hört, oder? Man hört ihn schon. So, was hat Ladedruck? Oh, ist für ein Kompressor schon mal. Eieiei, also schon mal ganz schön ordentlich. Wenn so Turbo 1,01 Bar, so, ja, ist gut. Ich meine, aber Kompressor. Über ein Bar, vor allem bei so einem 7 Liter großen Motor. Eieiei. Die Reifen scheinen ganz gut zu sein. Zum Glück. Achso, nein, da wollte ich nicht rein. Genau. In das Schloss rein natürlich selber. Nicht diese Veranstaltung. Die ich aber auch, ich sag mal, in näherer Zukunft auch wieder machen werde. Auch für YouTube. Ich bin da wieder, wie vielleicht einige von euch wissen, in anderthalb Wochen fahre ich ja wieder zu Kai runter. Und bin da 4 oder 5 Tage. Also ich komme Dienstagabend nach der Arbeit an bei ihm und bin dann bis Sonntagmittag da. Fahre dann wieder los. Und danach habe ich auch irgendwie mal wieder mehr Zeit, vielleicht auch einen halbwegs freien Kopf und dann wird es auch Teamabenteuer wahrscheinlich wieder geben. Ja, das ist nicht eingestellt, das Format, das ist einfach nur gerade kurz Pause und dann kommt jetzt quasi so dann die zweite Season, wenn man das so sagen kann. Ne? Forza dann live. Soll ich das machen? Nein, mache ich nicht. Es wird auch bald wieder eine Folge Forza dann live geben. Und wenn ich von Kai wiederkomme, dann werde ich auch, ich auch gerne eine machen. Aber jetzt bis ich bei Kai bin, erstmal nur Let's Play und normaler Forzaton und danach wieder geht's wieder mit Teamabenteuer weiter. Zwischendurch mal eine Folge Forzaton live. Habe ich noch eine coole Idee. Ah, das ist doch schon besser. Das gefällt mir schon. Ah, jetzt ich doch mal den Kompressor endlich mal. Zwei Bar auf dem Kompressor, Alter. Das ist schon echt krank. Oh. Ich glaube, das nächste Auto, seine nächste Kompressor kommt, das wird nicht gerade viel unspektakulärer werden. Okay. Auch wenn es eigentlich ganz passabel. Ich könnte sogar Forza dann live vielleicht noch mitmachen. So ein bisschen. Wenn es noch in der Folge passt. Ich meine, es sind noch 3 Minuten. Wollen wir den sogar einfach mal machen, den Forza dann live? Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht in der Let's Play-Folge. Kann er kurz dahin fahren, einen Cut machen. Ist eigentlich eine ganz gute Idee, oder? Also bei der nächsten Folge Forza dann live ist es geplant, die auch Forza schon eine zu machen. Und Auto steht eigentlich. Habe ich auch eine Idee, was ich gerne fahren würde. Okay. Sag ich aber noch nicht, kann sich aber auch noch alles ändern. Wie gesagt, erst nach Kai. Bei Kai bin ich vom 9. bis
14. April müsste das sein. Da komme ich Sonntagabend nach Hause. Da mache ich logischerweise nichts mehr an Videos an dem Tag. Dann muss ich erstmal die Woche arbeiten und dann geht es dann am folgenden Wochenende wieder hoffentlich normal weiter. Gucken, was ich denn alles so mache. Mal gucken, mal gucken. Das Ganze dauert noch 2 Minuten. Ich sage, ich mache einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Drei, zwei, eins. Gleich geht's los. Ich muss wirklich mal sagen, der Wagen, der tritt unheimlich gut. Und vierten Gang schalten. Wie gut der einfach quer geht. Das ist einfach nur genial. So, Blitzerzone. Ich hoffe, den Vorzug, dann schaffe ich jetzt auch in der Folge. Wenn nicht, gibt's halt, wie schon das eine oder andere Mal bisher, ein wenig Überlänge. Ich versuche mich wirklich im Rahmen zu halten. Die Folge am besten unter 30 Minuten wird. So. So, ups. Bin hier gar nicht durchgefahren. Ups. Kann man schon mal vergessen. So, aufnehmen. Soll reichen. Oh, bremsen. Ja. Man merkt, dass der Wagen immer noch schwer ist. Für die Größe ist das Gewicht allerdings echt in Ordnung. Ich denke, welche andere Autos 2, irgendwas Tonnen wiegen, dann ist mir das Gewicht doch ein bisschen lieber. Als in einem Bentley zum Beispiel. So, Umlage. Oh, ja. Fährt sich besser als erwartet. Vor allem hat der Wagen noch ziemlich viel Grip. Sondern nicht. Also, wenn der Wheels bin, für die Leistung, hat sie echt in Grenzen. Und eins beendet. Oh, Driftzone, ne? Bitte Offroad. Ja, super. Weg da. Auch eine perfekte Jahreszeit für den Wagen, selbstverständlich. Hätte er mir nichts anderes aussuchen können. Oh. Ja, okay. Entweder links oder rechts, aber nicht gegen Baum fahren. Wäre nichts der Vorteil. Was ich auch schon mal sagen kann, also Winter wird es jetzt 3 Let's Play Folgen geben. Diese und dann noch 2 weitere. In der nächsten gibt es den Phoenix der Calgera. Und in der übernächsten den Chevrolet Colorado der RR2. Je nachdem. Zuerst Driftzone.
so von dem Presswerk her gesehen. Also quer kann der Wagen eigentlich ganz gut. Auf Asphalt. Und dann drin zu nehmen. Der Wagen ist, glaube ich, so gefühlt länger als die Driftzone breit ist. Oder als die Straße breit ist hier in der Driftzone. Das ist natürlich super, wenn man driften möchte. Ich würde mir wirklich vorstellen, dass der für Asphaltdriftzonen echt gut ist. Oder nicht so schlecht, sag ich mal so. Ist natürlich kein Formula D-Auto. Das ist natürlich nie. Muss halt immer alles im Verhältnis sehen. Deswegen hat er auch verhältnismäßig viel Grip dabei. Kann man so zum Beispiel auch sagen. Was dann sollten wir aber schaffen, sind doch. Ja, sind nicht so viele Leute, aber da kriegen wir schon hin. Ich habe es auch schon mal mit Kai alleine geschafft. Da waren wir beide in der Lobby. Haben auch die Fahrzeuge dann geschafft. Aber zwei, ich sag mal, aktive Leute hat, die für die Wild machen und nicht dann irgendwie aufgeben oder irgendwie eine Scheiße bauen, das kann dann auch ziemlich gut hin. Und ich berg hoch, macht das ziemlich beschissen. Aber ich will mich schon mal nicht drehen, das ist eh schon ganz gut, aber den Berg komme ich hier nicht hoch. Allrad ist langweilig, ja. Allrad im Winter. Ich habe schon wieder Reifen aufgemacht, das ist eigentlich schon gut genug. Dennoch Allrad, hä? Was für Pussys. Ich war 700 kW auf Heckantrieb. Bitch. Ja, schaffen wir easy mit Forzaton. Jetzt schon, naja, gut. Grob gesehen die Hälfte von der Driftzone, die Hälfte der benötigten Punkte. Da also müssen das so 1,1 Millionen vielleicht sein. Als Gruppenvorschrift. Das könnte ich noch so ein bis zweimal durchfahren. Das sollte dann schon reichen. Ja, falls ich es noch nicht gesagt habe, Folge 120 wird wieder eine Special-Folge. So ein bisschen wie Folge 100, werde ich auch 10 Autos auf meiner Teststrecke loslassen. Oder dort fahren lassen, testen lassen, whatever. Bin ich auch schon gefahren eigentlich. Die Folge 120 ist von den Autos her schon aufgenommen. Ich hätte die Autos alle 10 schon, bin ich auf einer Strecke gefahren. Von einigen teils überraschenden Ergebnissen. So vielleicht nicht erwartet hätte. Und bei Folge 140 wird es auch ähnlich sein. Da werde ich wahrscheinlich auch wieder 10 Autos testen lassen. Natürlich auch natürlich, je mehr Daten die Strecke hat, desto besser. Je mehr Autos getestet werden, desto besser ist es. Also, warum denn nicht? So, kommt einer oder zwei noch durchfahren. Ich warte jetzt hier kurz, bis das vorbei ist. Zweite Runde. Und Autos, die ich in Folge 120 fahre, sind auch nur Autos, die ich bisher im Let's Play schon gefahren bin. Das schon mal, das schränkt schon mal die Auswahl ein. Das sind Autos, die ich bisher in irgendeinem Video gefahren bin, sei es Let's Play, kann auch Fortune Island sein. Nur diese Autos werde ich in Folge 120 testen. In Folge 140 übrigens auch. Alles sind Autos, die ich bisher auf YouTube schon gefahren bin. In 400 Metern links abbiegen. Ich denke, das ist eigentlich ganz cool geworden. Einige Runden sind mir auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, aber dass ich in 5 Runden quasi Zeit hatte, um das zu machen. Das ist eigentlich noch ganz in Ordnung geworden. War vielleicht nicht ganz so gut, weil hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber naja, so ist das mal. Das ist eh nur ein Spiel. Natürlich schön, wenn man solche Vergleichswerte hat. Und wer es nicht weiß, die Rundenzeiten der Teststrecke sind immer in der Videobeschreibung verlinkt. Das müsste der erste Link sein eigentlich in der Videobeschreibung. Da habe ich ja eine Tabelle erstellt und da seht ihr immer alle aktuellen Rundenzeiten. Da steht auch, wie aktuell die Tabelle ist, aber eigentlich wird sie immer aktualisiert. Also wenn eine Folge online gekommen ist, sollte die Rundenzeit eigentlich immer an der Strecke drin stehen. Das mache ich eigentlich immer schon kurz davor. Die sollte eigentlich immer aktuell sein, vielleicht sogar ein bisschen aktueller als YouTube. Das heißt, es kann sein, dass ihr auch Autos in der Liste seht, die erst in ein paar Tagen kommen werden. Das kann sein. Ich trage nicht jede Rundenzeit einzeln, ich trage halt alle Rundenzeiten eines Wochenendes auf einmal ein. Oder einer Season, sag ich mal so.
Also als Verständnis. Gummi. Ja, eine Transe. Wie süß. Quasi unser Kosename in der Gruppe für den Vortransit. Das ist die Transe. Boah, der Wendekreis ist aber. Eieiei. Kann ein LKW besser wenden. Der LKW ist aber leider nicht so schnell. Wieso echt ziemlich witzig, dass du auf der Autobahn fährst, wenn du so 180 Klamotten oder so. Und dann LKW überholt dich erstmal. Kommt dann so am besten Flammen aus dem Auspuff? Nee, das doch echt ein bisschen zu viel. 180 für LKWs. Das ist, was du da auch am Motor messen brauchst. Als Zwei-Wert eines LKWs ist halt Windwiderstand nicht gut. Das ist wirklich zum Kotzen. Aber ich denke mal, 100 würde eigentlich auch relativ leicht gehen. Halt dem, auf jeden Fall den Begrenzer erhöhen. Die meisten LKW sind da eigentlich begrenzt. Also irgendwann kannst du auch aus Gas treten, wenn du willst, aber die sind halt limitiert. Meistens so bei um 90. Naja, so. Ein paar Pünktchen habe ich auch bekommen. Für den Forza Don. Ich könnte die vielleicht mal ausgeben. Dann mal gucken, ob ich mir etwas leisten kann. Na, immerhin. So, was gibt's hier? Oh. Okay. Das hat, also, Gitarre habe ich, aber oh, den hätte ich gern. Auto Union Type D. Der kostet, ich meine, der kostet in der Automesse 10 Millionen. Jetzt für nur 625 Punkte? Das ist ja nicht viel. Okay, dann spare ich mal lieber auf den Wagen. Oder freue ich mich drauf. Den muss ich mir holen. Das wird geil. Das ist cool, Forza. GT3 sowieso für die, die noch nicht hatten. Könnt ihr euch gerne holen. Ist natürlich ein hammergeiles Auto. Auch der quasi Auto-Union. Das finde ich cool. Und ich sag mal, 650 Punkte, das kann man auch erspielen. Klar muss man sich auch ein bisschen dafür anstrengen, aber ich meine, der Wagen kostet 10 Millionen. Dass sie den nicht vor Laura stellen, ist ja eigentlich wohl logisch. Dass er nicht 150 Punkte kostet. Das ist, also, wenn man ein bisschen was für tun muss. Ich sag mal, es gibt noch viele Möglichkeiten, viele schneller an Punkte zu kommen. Da muss man auch nicht so viel spielen. Mach einfach den wöchentlichen Vorzeichnung, kriegst schon mal als VIP 200 Punkte. Dann halt ein paar Vorzeichnungen Lives oder so, ein paar tägliche Aufgaben. Dann kommst du da relativ zügig drauf. Das geht ja nicht ganz gut klar. Und das finde ich cool. Und vielleicht kommt der Auto Union auch irgendwann mal dran. Den Mercedes W154 hatte ich ja schon. War glaube ich sogar letzte Folge, oder? Wenn ich mich erinnern kann, müsste gewesen sein. Vielleicht kommt der Auto Union auch noch ins Let's Play. Mal gucken. Naja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!